Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Alien Isolation. Der Sarazza mal wieder völlig isoliert hier von der Außenwelt und er bastelt sich jetzt erstmal kein Medikit, weil wir haben nichts dafür. Aber saven ist mal ganz gut. Ihr erinnert euch an die letzte Folge. Boah, was war das denn? Der Apollo-Kern? Fährt er sich wieder ein? Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ach, der hat seine Tür zugemacht. Mensch. Also die wäre im Auto nicht zum Vorschein gekommen. So, jetzt wird's eng. Jetzt wird's richtig lustig. Verlassen Sie die Apollo-Kern unterhalb des Kerns. Aha, unterhalb des Kerns soll ich den verlassen. Ich muss im Reaktor checken. Wir müssen jetzt da runter zu diesem Reaktor. Das wird... Weyland-Yutani. Wir bauen bessere Welten. Diese Hundesöhne. Wie sie gesagt hat, nicht mein Wort, ne? Nicht, dass ihr wieder sagt, hier der Sarazza-Kraftausdrücke, verdammte und so, pieps und pieps. Ach, schön hier. Mensch, schöner als die ganze Station bisher. Richtig stylisch. So ein Let's Play-Büro in so einem Kern. Ich würde immer gerne nach unten gucken zwischendurch, aber boah, ich kann jetzt nur hoffen, dass es gut geht. Auf Terminal zugreifen. Apollo primäres Interaktionslog. Klasse menschliche Interaktion. Anfrage für zwischenbetriebliche Nachrichten erhalten. Ausgehende Nachrichten an Vertreter von Weyland-Yutani erhalten und überwacht. Klasse Colonel Marshall Schadensbericht. Vorübergehende Notfallmaßnahmen. San Cristobal Krankenstation eingeleitet. Keine weiteren Informationen ist verfügbar. Kein Aufsehen erregen. Spending Ransom hier. Nach dem Weyland-Yutani-Aufkauf ist es wichtiger als je zuvor, dass die Flugschreiberübergabe ohne Probleme vonstatten geht. Die Flugschreiber über. Wir erinnern uns an den Flugschreiber, ne? Erinnern wir uns? Die meisten zumindest, die jetzt gerade in meine Folge reingejumpt sind, lohnt sich das Let's Play nochmal komplett zu gucken. Aber man kann ja halt zwischendurch auch mal eine Folge sehen. So schlimm ist es nicht. Jetzt fahren wir nämlich mal zum Maschinenraum gemeinsam. Tja, rennen wir da mal runter. Düsen wir da mal vorbei. Kleiner Abstecher beim Maschinenraum. Ohne wen abzustechen natürlich. Hoffentlich. Ich hoffe, da wird uns kein Feind im Weg stehen. Hoffe ich doch sehr. Haben Sie wieder Funkverbindung, Ricardo? Ich bin hier. Was gibt's zu berichten? Apollo folgt Weyland-Yutani-Protokollen. Wie bitte? Sexton hat sich verkauft. Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt Sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Ist was dran. Sarazza, wir sind alle nur kleine Fische. Eindringlinge auf den unteren Ebenen des Reaktorkerns registriert. Bitte prüfen. Oh oh. Da sind ziemlich viele Bewegungen für meinen Geschmack. Machen wir das Bahnsystem an. Ist übrigens D, nicht A. Man muss D drücken. Wurde ja auch schon öfter in den Kommentaren geschrieben jetzt mittlerweile. Ist einfach falsch. Wenn ihr das selber spielt, die Standardtastenbelegung bei dieser Nummer ist D. So, und ich sehe einen Speicherpunkt. Und bevor ich da eruiere, was das für Bewegungen sind, komme ich nicht dahin oder was? Bitte, 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 bitte. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Die Syntheten spielen verrückt, also habe ich ein paar Leute organisiert, mir zu helfen. Ich habe einen von ihnen in einen Produktionsraum geschickt, aber er ist nicht gekommen. Jede Tür ist verschlossen. Und wie zum Teufel soll er in den Lüftungsschacht gekommen sein? Wir sind mit unserem Latein am Ende. Es scheint falsch, einfach weiterzuarbeiten, ohne nach ihm zu suchen. Aber wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Unsere Schicht ist bald vorbei. Ich werde den Vorfall an Waits und die Marshalls berichten. Da gibt's nicht mehr viel zu berichten an Waits. Da ist auf jeden Fall ein Leck im Rohr und kein Speicher vom Dings dabei. Guck mal hier. Auf diesen Weg die Bewegung. Das ist interessant. Das heißt, sie sind tatsächlich auch sehr in Bewegung. Aber gucken wir mal kurz auf die Mabity Map Map. Da vorne soll man irgendwas ummodellieren. Ah, hier. Kann man noch was aktivieren. Alles klar. So, jetzt können wir die Bahn aktivieren. Strom haben wir hergestellt. Also stellen wir jetzt gerade hier zumindest. Hoffentlich. Ah, rein damit. So. Und jetzt können wir da wenigstens saven. Zum Glück. Boah, ich habe so Panik, dass jetzt gleich ein Vieh kommt. Jetzt nochmal hier. Schön mit Kreaturen und so. Alien-Eier, ich sag's euch.
Da liegen welche da unten. Ist ja ein alter Hut. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Zugang zum Maschinenraum beschränkt. Shit. Das ist wieder ein... Nein. Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, die Schweine. Alter, warum ist der so schnell? Ah! Fuck! Alter! Nein, der hat mich von hinten gebackt. Ja, ich werde hysterisch. Kein Wunder, du Schwein. Lass mich los. Ah, ja, geht mir auf den Sack. Also ehrlich. Das Kartenmaterial. Zeig das nämlich noch mit. Sonst komm da von da und ich renne hier raus. Ja, dann melde du mal, du Schwein. Okay, den nehmen wir auch mit. Komm schon, beeil dich, du Truller. Jetzt haben wir die Ionenflamme endlich. Scheiße, und hier ist kein Ausweg. Ah, fuck. Oh Gott, ich muss weg hier und schnell das Medikit nehmen. Erstmal kurz einen Überblick gewinnen. Einmal kurz durchatmen. Wie kommen wir denn da rüber? Scheiße, Mann. Da durch den Lüftungsschacht. Und den nutzen wir auch. Da kommt er mir nicht hinterher. Rein da. So, und jetzt erstmal hier. Adios, du Penner. Scheiße, Alter, das ist das letzte Medikit. Oh Gott. Oh nein, ich muss es nehmen. Ach, die Leuchtfackel. Was mache ich mit einer Leuchtfackel? Die habe ich irgendwie völlig nicht benutzt. Ach du Scheiße. Dann können wir hier rüber wieder in den Lüftungsschacht so durch und dann probiere ich da in den Lüftungsschacht wieder zurück und dann müssen wir da irgendwie rüberkommen. Schlechter Witz ist das. Wo ist denn hier der nächste Savepoint? Da vorne, ne? Ja. Mann, ich muss ja irgendwo durchkommen. Hier. Schnell. Rein da. Jetzt können wir echt mal die Leuchtfackeln benutzen gerade, komm. Bevor wir jetzt Taschenlampe verschwenden, wo wir noch voll wenig haben. Wollte nur helfen. Deine Mutter, Alter. Deine Mutter. Jetzt bin ich einmal zurückgelaufen. Super. Aber ich kann mal schmeicheln. Ob das so clever war. Aber wo soll ich denn da bitte durchkommen? Ah. Ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Wir müssen hier komplett hinten rum. Ach du Kacke. Und dann hier durch und dann... Oh, hier gab es gar keinen Durchgang. Ich Frobo, ey. Okay. Das hab ich gehört. Ja, ist mir scheißegal, du Sack. So, Toolshop. Jetzt müssen wir hier den Durchgang finden. Ionenschneider, perfekt, damit kriegen wir das Ding auf. Komm, komm, beeil dich. Ich hab nicht mehr viel Dings. Alter. Es wird nichts. Scheiße. Oh nein. Verpiss dich. Ich muss ihn irgendwie weglocken. Da nicht. Komm mit mir. Ich muss ihn irgendwie mit den Lüftungsschächten umgehen.
Okay, jetzt renne ich zurück. Jetzt muss ich genug Zeit haben. Das Ding ist ja schon angeschweißt. Und dann einfach schnell in diesen Lüftungsschacht. Komm schon. Es muss funktionieren. Ionenschneider. Hoffentlich ist das Ding überhaupt schon... wie lange ich auch brauche hier? Nochmal testen das Ding oder was? Hallo? Hinter uns ist gerade voll der Killer her. Und die kommen hier mit so einem Fröbel-Scheiß. Okay, der ist hinter mir. Ich muss durchziehen. Ich muss durchziehen. Scheiße. Witzig. Die Alte ist doch echt... Aber der macht mir so kaum Schaden. Ah, da gibt's einen Blocker scheinbar. Komm, rein. Sehr gut. Oh, da hab ich aber noch Glück. Tschüsschen. Du Arsch. Alter Schwede, bin ich eben angeschlagen jetzt. Wo ich diese Scheibe rausgeholt habe, habe ich auch keinen Schaden mehr bekommen. Finde ich aber auch fair. Weil ganz ehrlich... Ach Gottchen. Jetzt mit so wenig Lebenshelden. Komm, gib mir eine Impfpistole. Wenigstens irgendwas an Leben. Schrott. Verpiss dich mit Schrott. So eine Impfpistole, verdammte Axt. Oh. Da ist einer. Oh nein. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt voll auffällig verraten. Ich muss jetzt mal durchatmen gerade. Boah. Das ist echt hart gerade. Das ist wirklich schwer. Der kann gehen, tatsächlich. Da muss ich jetzt eher nochmal gucken. Finden Sie einen Weg aus der Werkstatt, Maschinenraumwerkstatt und das ohne jegliche Waffen und gar nichts. Warte mal, kann ich das anhauen hier? Energieniveau zu gering. Hier bin ich. Okay, jetzt muss ich mit dem ein bisschen Katz und Maus spielen. Was hat er denn hier oben gehabt? Einmal, komm. Ich hab nur noch einen Treffer. Einen Treffer kann ich kassieren. Weg. Oh Gott, viel ist da wirklich nicht mehr. Viel ist da wirklich nicht mehr zu machen. Raus. Alter, hat er mir noch eine mitgegeben. Der Schweinesack. Ja, muss ich einmal in den Lüftungsschacht. Komm. Noch einen Treffer und wir gehen drauf. Hier sind wir, du Sack. Ich bin hier im Lüftungsschacht, hau vor dir ab, du Arschloch. Ist er jetzt weggegangen? Okay, jetzt müssen wir den irgendwie so weit ablenken, dass wir zu dem anderen Gerät gehen können. Das ist was ganz Neues. Ich habe keine gottverdammte Impfpistole. Mir fehlt schon eine Komponente B. Jetzt habe ich nur verdreckstes Bindemittel. Eine EMP-Mine kann ich auch nicht bauen, weil mir fehlt seine Impfpistole. Eine EMP-Mine wäre jetzt hier Gold wert. Eine Rauchgranate geht auch nicht. Und zwei Molotow-Cocktails. Geräuschmacher wäre höchstens das Einzige, was ich jetzt noch anbieten könnte. Wo steht der denn? Da. Er läuft mir hinterher. Der hat überhaupt nichts gebracht. Ach du Scheiße. Nein! Das ist es. Vielleicht ist es das jetzt. Ich werde so wenig Leben haben, wenn ich hier raus bin. Ich muss übelst ekligen. Nein! Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Noch einmal getroffen werden. Ich bin down. Das ist so asozial schwer. Komm. Okay, er hat mich umgehauen. War ja nicht unbedingt abenteuerlich, von denen getötet zu werden, muss ich ja mal sagen. Gib mir doch eine Impfpistole, Mann! Jetzt kann ich hier wieder mit so wenig Leben rumkrebsen. Oder ich kann es vielleicht sogar so schaffen, dass der mich... gar nicht wirklich wahrnehmen.
Ah doch, er nimmt mich wahr. Okay, dann renne ich jetzt erst zu dem Ding. So, Nummer 1. Komm, beeil dich. Ja, genau. Komm du mal hier rum. Und jetzt renne ich mal hoch an deine Station. Da kriegen wir auf jeden Fall einen gewischt von ihm. So viel ist mal sicher. Ja, ist gut. Jetzt hast du uns nochmal ein Packen. Willst du uns nochmal ein Schlafwittchen nehmen, ne? Ja, ja, ich kenne dich. Jetzt muss ich den irgendwie ablenken. Okay. Einmal geht ja theoretisch noch. Und dann sind wir eh raus. Probier's. Ey, brauch halt auch ewig. Oh Gott, jetzt werden wir getroffen. Renn! Mann! Mann! Oh Gott. Wieder nur noch ein kleiner Treffer. Jetzt geh rein hier. Nein, Gerät unzureichend. Nein! Ah, oh, scheiße, ey. Ah, fuck. Tut mir leid, Freunde, aber ihr seht ja selber, das ist kackenschwer gerade. Die Rohrbombe. Ich hab doch noch eine. Sag mal, warum sehe ich das erst jetzt? Alter. Und ich probier's da 80.000 Mal. Anstatt den einfach mit der Rohrbombe einen auf den Sack zu geben, wie er es verdient hat. So. Ja, das tut mir leid. Ich habe echt nicht drauf geachtet. Ich habe Molotow gesehen, aber ich weiß nicht, was da mit mir los war wieder. Die Rohrbombe habe ich irgendwie übersehen im Eifer des Gefechts. Man steht hier natürlich auch unter Stress. Habt ihr selber gesehen. Und ohne eine Waffe kann man das hier, glaube ich, ziemlich schnell vergessen. Dann müssen wir erst den da vorne noch aktivieren. Aber du musst den halt auch erledigen. Also es bringt nichts, da irgendwie fünfmal umher zu laufen. Alter, wie schwer das war. Werkstattkontrolle. So, und jetzt hier noch die Winde bestätigen. Und dann haben wir wieder Energie und die Tür geht auf, hoffentlich. Das Problem werden wir aber echt haben, wenn wir jetzt noch auf einen treffen, wo wir nicht die Rohrbombe parat haben. Wo hätten wir die jetzt nicht mehr gehabt? Ich weiß nicht, wie wir die Situation hätten lösen sollen. Wäre das unzureichend? Ah, da geht's nach unten. Na, dann wollen wir mal. Ah, nee, rausklettern wollte ich nicht. Ich bin ja froh, dass ich da endlich drin bin. Meine Güte. Das war eine schwere Geburt. Wie easy das dann mit der Rohrbombe war. Das war einfach immer plopp, tot. Davon können wir aber nicht nur eine bauen, ne? Nee, fehlt's uns auch. Ey, diese Impfpistolen sind so eine krasse Mangelware. Kein Leben mehr, keine Rohrbombe mehr. Ich bin mega schlecht ausgerüstet. Wahrscheinlich nicht mal. Doch, eine Taschenlampenbatterie gab's oben. Und da haben wir aber auch noch einen im Petto. Okay, weiter geht's. Und jetzt könnte es natürlich auch noch sein, dass das Alien auch noch auftaucht. Was aber egal ist. Weil das würde ich so oder so nicht erledigen können. So in einer Art und Weise. Okay, nochmal schnell einen Blick auf die Karte werfen. Wie richtig sind, scheint so. Alter Schwede, was für ein Gang. Boah, ja, speichern. Ich hoffe, es ist ein guter Zeitpunkt, weil ich bin echt nicht sicher. Es lief ja mehr oder weniger gut. Och nö. Da muss ich wieder an einem vorbei. Zack, zack, zack. Und ich wette, dadurch geht's dann. Büro des Chefingenieurs. Könnten wir aber auch mal einen kleinen Abstecher hin machen. Ach, der hat sowieso die Tür da hinten versperrt. So wie es aussieht. Öffnen Sie das Gitter. Synthet melden.
Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht. I don't want to receive another bla bla OP bla bla. Okay, der ist weg. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt hier nochmal genau umschauen. In Ruhe. Hier liegt aber nichts. Eine verdammte Impfpistole, Freunde. Eine verdammte Impfpistole, von denen wir früher so viele gefunden haben. Oh oh. Öffnen Sie das Gitter. Mit was ist die Frage? Wollen Sie mehr über Sevastopol Sicher-Eltersverkehr? Okay, er hat mich. Bringt gar nichts mehr, sich da so lang zu pirschen. Würde ich gerne nicht. Ich werde sie das werden wir sehen, mein Lieber. Ich probiere mich jetzt hier noch eine kleine Lösung für unser Problem zu finden. Alter. Yeah! Probieren wir direkt mal aus. Komm her, du Arschloch. Was ist zur Hölle? Warum schießt da nichts? Das hab ich falsch gemacht. Ach du Scheiße, ich hab Leben verloren. Sinnloserweise. Und ich hab so eine fette Waffe und die aktiviert sich nicht. Alter, da tut sich nichts. Okay, ich verstehe. Aufladen, gedrückt halten. Ich werde sie einfach. Nice. Alter Schwede, der Bolzenschneider. Jetzt habe ich nur einen Schuss verschwendet. Das kommt gar nicht gut, aber... Ah, cool, da haben wir noch einen Schuss gefunden. Den hätte ich natürlich stattdessen immer übersehen, ganz klar, wisst ihr Bescheid. Ich dann so freudig über den anderen Schuss gewesen wäre. Alter. Gottchen. Schön. Schön, lecker. Was liegt denn da alles Leckeres? Nur Blut? Na. So, wollen wir mal hier reingucken. Das gute alte Sevastolink. Ich habe die Gitter hinter mir abgeschlossen. Der Code lautet 6823. Schau ich mir direkt mal auf. 3-2 natürlich, 2-3. Stromversorgung, Flores. Wir brauchen sie unten in der Reaktorwartung. Bla bla bla. Schief. Das ist ja schief. Loris, bla bla, wenn Sie das hier lesen, warten Sie an einem sicheren Ort. Ich komme zu Ihnen runter. Wir müssen zusammenhalten. Sanders ist tot. Ordner fehlerhaft. Und dann gibt es noch Zubehör. Und das wäre dann 6832. Habe ich mir aufgeschrieben. Habe ich mir notiert. So, nicht nur den Code eingeben, sondern es aktivieren. Das ist immer wichtig. Ich habe keine Impfpistole gefunden, ne? Und dann brauche ich ja noch Komponente B. Da fehlt uns einiges, um da überhaupt mal wieder was zusammenzubasteln. Aber wenigstens haben wir jetzt einen Bolzenschneider. Ist ja immerhin etwas. Und der hat es auf jeden Fall in sich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, dann wollen wir mal durch diese Tür schreiten. In der nächsten Episode von Let's Play Alien Isolation.